Grüß dich, willkommen auf meinem Kanal und zu meinem ersten Video. Ich bin Sarah und nehme dich mit in die Welt der Strickringe. Nachdem ich über Jahre hinweg immer wieder versucht habe, mit Nadeln das Stricken zu lernen und jedes Mal kläglich dran gescheitert bin, hatte ich 2012 das erste Mal Bekanntschaft mit Strickringen und seitdem hat sich die Leidenschaft entwickelt. Ein paar Jahre sind die Ringe dann leider in Vergessenheit geraten und durch unseren Umzug 2018 dann wieder in die Hände gelangt und seitdem sind sie nahezu dauerhaft im Gebrauch. Im Januar 2019 kam ich dann das erste Mal auf die Idee, selber ein Projekt zu entwerfen für die Strickringe und eine passende Anleitung dazu zu schreiben. Und ja, aus dieser einen Anleitung wurden dann ziemlich schnell mehr. Und dadurch, dass ich die Anleitungen auf Deutsch und auf Englisch verfasse und weltweit vertreibe, haben sich weltweit auch viele Bekanntschaften und auch Freundschaften entwickelt. Und es macht einfach Spaß, weltweit zu kommunizieren, zu sehen, Leute haben die gleichen Hobbys, die Anleitungen kommen gut an, der Austausch untereinander, Wünsche, Anregungen umzusetzen. Das ist einfach was ganz Besonderes und macht mich jedes Mal erneut glücklich. Was ist das Ziel mit diesem Kanal? Ich möchte dich und auch viele andere gerne in die Welt der Strickringe einführen. Strickringe sind leider sehr klischeebehaftet. Nur weil jemand nicht mit Nadeln stricken kann, heißt es nicht, dass er nicht auch trotzdem auf anderen Mitteln und Wegen schöne Sachen entwerfen kann. Und das zweite Klischee, was sich leider hartnäckig hält, ist, dass man auf den Ringen lediglich Schläuche, Schals, Socken und Mützen herstellen kann und auch das ist nicht der Fall. Man kann auf den Ringen nahezu alles herstellen, beziehungsweise man kann alles herstellen, was auch auf den Nadeln geht und das werde ich euch nach und nach in den ganzen Videos hier zeigen und wir werden sehr viele Projekte gemeinsam hier arbeiten, sodass ihr dann auch genug Wissen an die Hand bekommt und künftig selber vielleicht eure Projekte euren Ideen und Vorstellungen anpassen könnt. Außerdem werde ich dich zukünftig bei der Entstehung von Anleitungen mitnehmen, einfach damit du auch in diese Materie mal einen Einblick erhältst und sehen kannst, was steckt eigentlich alles dahinter, wie viel Arbeit ist damit verbunden, wie viel Zeit ist dafür aufzubringen und was bringt das Ganze einfach mit sich, damit ein Projekt am Ende ganz genau so aussieht, wie ich es gerne haben möchte. Strickringe, was ist das eigentlich? Der wohl bekannteste Strickring, den wahrscheinlich jeder hier kennt, ist die gute alte Strickliesel. Die Strickliesel besteht aus einem Handstück mit vier Pins obendrauf. Ah, kann man es gut sehen? Ja, so mit vier Pins obendrauf. Und wenn man dann strickt, kommt hier unten dann eine lange Kordel raus und die kann man dann entsprechend weiterverarbeiten. Durch die Form liegt es auch sehr gut in der Hand, lässt sich super drehen und ist angenehm zum Arbeiten. Mit der Strickliesel kannst du kleinere Accessoires machen, Kordeln für Taschen, Ketten, Armbänder, Haargummis, ganz viele verschiedene Sachen. Im Grunde genommen könntest du sogar einen Teppich draus stricken oder eine Decke, wenn du entsprechend die Kordel weiter verarbeitest und zusammennähst. Strickliseln gibt es je nachdem, was damit gearbeitet werden soll und welche Garnstärke verarbeitet wird, auch noch mit 3 Pins, mit 5 Pins, mit 6 Pins oder mit 8 Pins. Da musst du einfach schauen, was das Beste für dich ist und für das Projekt, was du damit arbeiten möchtest. Aber die gängigste Strickliesel hat eben 4 Pins. Der nächste Loom, den ich dir zeige, ist ein richtiges Allround-Talent. Und zwar handelt es sich da um den Spoolie, den Spoolloom. Und der besteht wie die Strickliesel auch aus einem Handstück. Und auf der einen Seite hat er 5 Pins und auf der anderen Seite 8. Die schwarzen Punkte habe ich selber aufgemalt, einfach um mir jeweils den Anfangspin zu kennzeichnen. Auf der Seite mit den 5 Pins kannst du wie bei der Strickliesel auch Kordeln drehen, kannst daraus Gurte für Taschen machen, Haaraccessoires, kleine Accessoires wie Haarschleifen oder auch kleinere Einzelteile für Kuscheltiere oder ähnliches.
Auf der Achterseite kannst du sehr, sehr viel machen. Du kannst kleine Säckchen stricken, du kannst Stressbälle machen, du kannst kleine Anhänger machen, du kannst Schlüsselanhänger machen, Tiere machen, Accessoires wie Einkaufswagen, Chipsocken und vieles mehr. Sogar Decken kannst du darauf stricken, indem du über die 8 Pins nicht geschlossen arbeitest, sondern in Reihen. Und das Ganze dann in einer Spirale arbeitest. Also es ist sehr, sehr viel möglich. Und je nachdem, wie du es angenehmer findest zu arbeiten, kannst du entweder das Ganze halt so nutzen, komplett, oder du kannst den auch zerlegen, wenn du lieber mit einem kleineren Handstück arbeiten möchtest. Das ist dir selber überlassen. Ich bevorzuge es allerdings, das Gerät ganz zu lassen, einfach weil es für mich dann angenehmer in der Hand liegt. Dann kommen wir auch schon zu den klassischen Strickringen. Und da gibt es ein weit gefächertes Angebot. Und von günstig über teuer ist da wirklich alles dabei. Auf den Strickringen kann man wirklich alles machen, dadurch, dass sie eben sehr universell einsetzbar sind. Strickringe sehen so aus. Dies ist jetzt ein günstiges Set, das habe ich im Action gekauft vor. Ich will jetzt nicht lügen, 4 Jahren, 3 Jahren, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das besteht aus einem kleinen Ring mit 24 Pins, der grüne. Aus dem pinken, der hat 31 Pins. Der türkisfarbene hat 36 Pins und der große lilane hat 41 Pins. Und je nachdem, was du arbeiten möchtest, wählst du natürlich den entsprechenden Ring aus. Auf dem kleinen Ring kannst du von Kuscheltieren über kleinere Dinge wie Schals, Stulpen, Handytaschen, Taschen, Kuscheltiere alles machen, auch Socken. Allerdings bei Socken, je nachdem, welche Wicklung und welche Garnstärke du verwendest, maximal bis Größe 40-41. Alles, was darüber hinausgeht, brauchst du schon den 31er Ring. Viele arbeiten auf dem kleinen Ring auch Frühchenmützchen und spenden diese dann an Krankenhäuser. Auch da würde ich aufpassen, weil je nachdem, welche Garnstärke du verwendest, und welche Art der Wicklung ist es so, dass die Mützen vielleicht gar nicht passen? Eher empfiehlt es sich oder empfehle ich, Babymützen auf dem pinken Ring zu arbeiten mit 31 Pins und bis Kindergartenalter ungefähr ist das vollkommen ausreichend. Dann für die größeren Kinder ab ja, Kindergarten, Grundschulalter bis Teeniealter würde ich dann schon den Türkisen nehmen und für Erwachsene eben den lilanen, den ganz großen Ring. Bei den Strickringen gibt es allerdings auch noch Sets, wo man noch Pins hinzufügen kann. Da habe ich jetzt einmal dieses Set hier. Da hole ich mal den großen Ring raus. Der ist aus einem etwas höherpreisigen Segment. Und zwar habe ich mir den direkt von Knit UK liefern lassen. Der besteht jetzt aus 82 Pins. Ursprünglich sind nur die gelben Pins beinhaltet gewesen und die rosanen lagen dabei, sodass man die nach Bedarf dann erweitern konnte, wodurch sich die Abstände zwischen den Pins stark reduziert haben und du dann eben dünneres Garn benutzen kannst und dann eben auch feinere Maschenbilder damit erzielen kannst. Also da musst du einfach schauen, was ist für dich das, was du brauchst, was möchtest du damit arbeiten und welches Bild möchtest du damit erzielen. Bei den klassischen Strickringen gibt es auch noch kleinere Exemplare einzeln nachzukaufen, zum Beispiel dieses hier. Das hat jetzt 12 Pins und ist ideal für kleine Kuscheltiere oder kleinere Projekte wie Seifensäckchen, Babysocken, Babyschuhe oder auch diese geriffelten Rüschenschals. Und ja, leider sind diese Looms nicht mit in den größeren Sets vertreten, sodass man die einzeln nachkaufen muss. Deklariert ist das Ganze als Flower Loom, also für Blumenapplikationen. Dafür habe ich ihn allerdings noch nie genutzt. Ich nutze den grundsätzlich für kleine Kuscheltiere oder ähnliches. Liegt auch angenehm in der Hand. Lässt sich super überall mitnehmen, weil der ist klein. Meine Hand ist 16 cm groß.
Das Ganze gibt es dann auch noch mal in länglicher Form, nennt sich dann Longloom oder auch Strickleiste. Hier sind die Pins in zwei sich gegenüberliegenden Reihen angeordnet und jeweils am Anfang und am Ende findest du noch mal jeweils einen weiteren Pin, sodass du hierauf auch in Runden arbeiten könntest, sofern dies gewünscht ist. Auf diesen Rahmen ist es möglich, in größeren Flächen zu arbeiten, wie zum Beispiel Decken. Je nachdem, wie du halt arbeitest. Also du kannst zum einen in Zickzackmuster einmal über die gesamten Pins gehen. Dann erhältst du eben ein Strickstück, was die Breite von diesem Rahmen hat. Oder du sagst, du nimmst einfach die Pins einzeln und gehst einmal komplett rum und hast dann eben ein breiteres Stück. Aber natürlich kannst du hierauf auch alles andere arbeiten. Ich habe auf diesem Exemplar, was ich dir jetzt gerade zeige, auch schon eine Jacke gearbeitet und auch diese Jacke werden wir im Laufe der Zeit auf diesem Kanal noch gemeinsam arbeiten. Die nächste Loom-Kategorie sind die Sockenlooms und hier ist es so, dass du natürlich auch auf den eben gezeigten Strickringen ebenfalls Socken arbeiten kannst, jedoch gibt es extra für Socken ausgewiesene Sockenlooms. Da haben wir zum einen von der Firma Prim, das ist eine sehr bekannte Firma, vielleicht sagt sie dir was, die Strickdinger. Da gibt es drei Größen von. Einmal Größe S mit 28 Pins, der ist für Babysocken bis ca. Schuhgröße 31. Den Größe M mit 32 Pins für Schuhgröße 32 bis ca. 38. Und die Größe L mit 36 Pins. Für die Schuhgrößen 39 bis ca. 47. Nicht wundern, der ist gerade belegt. Da ist mein aktuelles Sockenmodell für mein Buch drauf. Des Weiteren gibt es von der Firma KB Loom feinere Sockenlooms. Das ist das Set His und Her. Das sind für Erwachsenensocken bis je nachdem, welche Wicklung und welche Garnstärke du benutzt, bis Schuhgröße 41 und das ab 41 aufwärts. Was individuelle Schuhgrößen betrifft, ist es deutlich flexibler auf einem justierbaren Loom zu arbeiten. Da gibt es einmal zum Beispiel dieses Exemplar. Leider kann ich es dir nicht mehr verlinken, da es so nicht mehr zu kaufen gibt. Zumindest habe ich keinen Link mehr dazu gefunden. Gerne verlinke ich dir aber das Nachfolgermodell. Dieser Loom hat, wie gerade schon erwähnt, ein justierbares Zwischenstück, was dir ermöglicht, die für dich passende Anzahl an Pins einzustellen, sodass du deine Sockengröße perfekt darauf arbeiten kannst. Es erfolgt etwas Übung, da, wie du sehen kannst, das justierbare Zwischenstück zwischen den Pinreihen liegt und es dann umso schwieriger wird, einmal hier ums Eck zu arbeiten. Mit etwas Übung ist aber auch dies möglich und stellt kein Hexenwerk dar. Auf dieser Art von Looms kannst du aber auch alles andere arbeiten. Und wenn du alle Pins benutzt, also komplett den gesamten Loom, dann ist es sogar möglich, darauf auch Mützen zu arbeiten. Das lässt sich ganz easy berechnen. Dazu kommen wir aber in einem anderen Video dann nochmal. Es gibt allerdings auch noch weitere Firmen, die justierbare Looms herstellen. Das ist jetzt von einer Firma, die auf Amazon vertreibt. Es gibt aber auch noch die Firma Boy. Da sieht das Ganze so ähnlich aus, nur eben in Pink. Hier ist das justierbare Zwischenstück mit zwei Schrauben festgestellt, sodass es auch nicht mehr hin und her rutschen kann. Und auch hier kannst du nach Öffnen der Schrauben in die falsche Richtung. Nach Öffnen der Schrauben das Zwischenstück auf deine benötigte Größe anpassen. Vorführeffekt, sodass du von ganz kleinen Babysocken bis ganz großen Erwachsenensocken eben alles mit diesem einen Loom herstellen kannst. Und auch hier ist es wieder so, dass es etwas Übung bedarf, darauf zu arbeiten, da auch hier das justierbare Zwischenstück eben zwischen den Pinreihen liegt und die Randpins entsprechend schwieriger zu arbeiten sind. Aber mit etwas Übung ist auch dies möglich und vor allem liegt dieser hier, dieses Exemplar, vom Gewicht her angenehm in der Hand
und lässt sich super drauf arbeiten. Also ich mag den eigentlich sehr gern. Zudem gibt es noch die Infinity Looms. Da kann ich dir leider gerade keinen zeigen, da ich noch keinen habe, was aber in der nächsten Zeit geplant ist, mir so einen zuzulegen. Die Infinity Looms bestehen aus zwei sich gegenüberliegenden Reihen mit Pins, die in Form eines S angelegt sind. Auf diesem Loom kannst du wunderbar Decken arbeiten, da dieser Loom möglich ist für Projekte bis 2,50 Meter ungefähr, je nachdem, welche Wicklung und welches Garn du verwendest und wie groß der Loom an sich ist. Also es gibt Exemplare, die sind circa 80 cm groß, geht gar nicht in die Kamera. Aber ja, wie gesagt, die sind optimal für größere Projekte geeignet. Schau einfach mal im Internet, da gibt es sehr viel, werden auch Afghan-Loom genannt. Zu guter Letzt zeige ich dir noch die Flower-Looms. Da habe ich einmal dieses Set hier. Moment, ich mache die mal auf und hole stellvertretend einen raus. Nehme einfach jetzt mal den hier. Flower-Looms sind in rund und in eckig dort vertreten in dem Set in verschiedenen Größen. Und du siehst, hier sind die Pins. Ähnlich wie bei einem Kamm, einfach nadelförmig nach oben, was es etwas schwierig macht, darauf zu arbeiten. Und sie sind ursprünglich dafür gedacht, Blumenapplikationen zu weben. Habe ich persönlich noch nie gemacht. Ich nutze diese Art von Looms ebenfalls für kleinere Projekte wie Dekorationen oder ähnliches und stricke ganz normal in Runden darauf. Das war's dann auch schon für heute und ich freue mich schon darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Beim nächsten Mal geht es darum, welches Garn du bei welchem Strickring verwenden kannst. Und ja, dann sage ich mal auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Sei nicht so hart mit der Beurteilung. Dies war mein allererstes Video überhaupt und ich weiß, es ist noch sehr verbesserungswürdig. Aber jeder hat mal klein angefangen. Und es geht im Grunde genommen ja eh um den Spaß an der Sache selbst. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal und sage bis dahin, bye, servus, adieu, habt eine schöne Zeit.